Hallo und herzlich willkommen zum Bellini Hundephysio Adventskalender. Bei der heutigen Übung wäre es super, wenn ihr Hürden habt. Und zwar geht es darum, dem Hund verschiedene Hürden anzubieten. Das heißt, welche, wo er drüber steigen muss und welche, wo er unten durchklettern muss. Ich zeige das jetzt mal mit dem Bellini. Ich hoffe, er macht's. Ups, geh mal da drüber und jetzt unten durch. Komm. Und jetzt wieder drüber. Klasse, gute Bub. Und da drüber und durch. Und drüber. Ja, richtig. Gut. Also das heißt, er muss einmal sich ganz normal lang machen, mit jeder Pfote drüber gehen und dann sich wieder klein machen und unten durchkriechen und dann gleich darauf wieder drüber über die nächste Hürde. Ja, beobachtet eure Hunde da mal ganz genau, ob sie das gut hinbekommen oder ob sie vielleicht immer alles abräumen. Ja, das Abräumen kann natürlich auch andere Ursachen haben, wie besonders gierige Hunde oder besonders hektische Hunde. Aber achtet da wirklich mal drauf, wie euer Hund damit klarkommt, zuerst drüber zu steigen, dann unten durchzukriechen, dann wieder drüber zu steigen. Das ist relativ schwierig, auch für einen Hund, dieser schnelle Wechsel, sage ich jetzt mal. Und darf man nicht unterschätzen, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick relativ einfach aussieht, ist aber eine anspruchsvolle Übung für euren Hund. Und wenn euch da was auffällt, dass euer Hund vielleicht auch Schwierigkeiten hat beim Aufstehen wieder nach dem Kriechen oder vom Stehen in die Kriechposition zu gehen, solltet ihr das auf alle Fälle mal genauer abklären lassen.